Das viktorianische London. Eine Stadt im Griff der Angst. Ein Mörder geht um. Er hat schon mehrere Frauen auf bestialische Weise verstümmelt. Er ist der berüchtigtste Serienmörder aller Zeiten. Jack the Ripper. Noch immer gibt der Fall Rätsel auf. Australischen Wissenschaftlern gelang jetzt ein entscheidender Durchbruch zur Lösung. Erstmalig konnten sie DNA-Proben eines Verdächtigen entnehmen und analysieren. Ein ehemaliger Scotland Yard-Ermittler sucht nach neuen Beweisen. Mit einem Team von Experten aus aller Welt nutzt er neueste Untersuchungsmethoden. Seine Mission: endlich Jack the Ripper auf die Spur kommen. Im Herbst des Jahres 1888 lauerte ein brutaler Mörder in den Straßen von London. Seine Opfer waren Prostituierte aus dem Armenviertel Whitechapel. Die Morde gehören zu den bekanntesten unaufgeklärten Verbrechen aller Zeiten. Elf Morde wurden untersucht. Fünf davon schrieb man demselben Killer zu. Mehr als 100 Männer galten als verdächtig, darunter ein Prinz, ein Amerikaner, ein Arzt und ein polnischer Jude. Doch keiner von ihnen konnte rechtskräftig überführt werden. Warum hat man die Bestie nie gefasst? Der ehemalige Scotland Yard-Ermittler und Kriminaltechniker Robin Napper konzentriert sich bei seiner Untersuchung auf einen Mann, der bisher nie ernsthaft verdächtigt wurde. Frederick Bailey Deeming war ein gebürtiger Engländer und erlangte zweifelhafte Berühmtheit als Australiens erster Serienmörder. Vor kurzem wurde ein Schädel untersucht, der vermutlich von Frederick Deeming stammt. Daraus konnte DNA entnommen werden. Wenn er tatsächlich der Ripper war, könnte man den Fall mit neuesten Untersuchungsmethoden endlich lösen. Deemings Fall ist deswegen so interessant, weil er als Mörder so lange unentdeckt blieb. Um diesen Fall wieder aufzurollen, muss Napper zuerst die Tatorte untersuchen und ein stichhaltiges Motiv nachweisen. Nachdem er die Tötungsart ermittelt und eine Fallanalyse erstellt hat, muss er forensische Beweise erbringen. Wir müssen uns seine Lebensgeschichte ansehen. Wohin ist er gereist und wo kam er her? Man wacht ja nicht plötzlich auf und ist ein Serienmörder. Sowas baut sich allmählich auf. Und jetzt müssen wir herausfinden, wie das bei Deeming war. Was Napper aufdeckt, wird den Fall in ganz neuem Licht erscheinen lassen. Das Geständnis ist so grausam und widerwärtig, einfach unfassbar. Napper ist nach Windsor in Australien gekommen. In dem Vorort von Melbourne inspiziert er den Tatort eines brutalen Mordes. Hier hat Deeming an Weihnachten 1891 seine Frau ermordet. Das Opfer, Emily Mather, stammte aus Rainhill in England. Napper trifft sich mit Christopher Ray. Er hat ein Buch über den Fall des australischen Rippers geschrieben. Das ist der Flur zum zweiten Schlafzimmer, wo Emily Mather lag. Das war kurz nach dem Leichenfund. Die Leiche wurde da gefunden? Unter einer Betonplatte. Und die Todesursache? Schwere Kopfverletzung und die Kehle war durchgeschnitten. Die letzte Person, die Emily lebend gesehen hat, war eine Passantin namens Louisa Atkinson. Sie sagte aus, sie habe einen Streit gehört und sich daraufhin mit Emily unterhalten. Emily sagte, bald wird alles gut, doch Louisa riet ihr, das Haus zu verlassen. Weibliche Intuition. Leider hat Emily den Rat nicht befolgt. Deeming hatte sich auf den Mord vorbereitet. Er kaufte Zement und Werkzeuge, um Emilys Grab auszuheben. It's almost
Es war, als hätte Deeming genau geplant, was er der armen Frau antun wollte. Deeming flüchtete nach der Tat. Schließlich entdeckte man ihn in der Goldgräberstadt Southern Cross in Westaustralien. Dort hatte er sich als Baron Swanson ausgegeben. Die Polizei fand bald heraus, dass es nicht sein erster Mord war. Nach seiner Verhaftung konnte die Polizei in seiner Heimat England Deeming ein noch abscheulicheres Verbrechen nachweisen. Aus dem gesuchten Mörder war nun ein kaltblütiger Serienkiller geworden. Dieses Haus liegt in einer ruhigen Wohngegend bei Liverpool. Es war der Schauplatz einer furchtbaren Tragödie. In der Dinham Villa hat Deeming im August 1891 seiner ersten Frau Marie und drei der gemeinsamen Kinder die Kehle durchgeschnitten. Das vierte Kind hat er erwürgt. Er ermordete seine erste Frau und die vier Kinder in Rainhill. Ihre Leichen hat er unter dem Küchenboden vergraben. Knapp einen Monat nach der Tat heiratete er Emily Mather. Er gab sich als Albert Williams aus. Die Frischgetrauten machten sich gleich auf den Weg nach Australien. Deeming glaubte, er würde ohne Strafe für die Morde davonkommen. Doch wer war dieser Verbrecher eigentlich? Frederick Bailey Deeming wurde 1853 in der englischen Grafschaft Leicestershire als Sohn von Anne Bailey und Thomas Deeming geboren. Er soll eine ungewöhnlich enge Bindung zu seiner Mutter gehabt haben. Und sein Vater soll einige Zeit in der Irrenanstalt gewesen sein. Mit 16 lief er von zu Hause weg und fuhr zur See. Er wurde kriminell, gab sich als Mitglied der Upper Class aus, ein Hochstapler aus kleinen Verhältnissen. Die Presse war in Aufruhr. Napa stöbert weiter in den Archiven. Er ist im Begriff, etwas zu entdecken, das ihn schockiert und neue Bewegung in die Untersuchung bringt. Das Geständnis ist so grausam und widerwärtig, einfach unvorstellbar. Die Schlagzeile in diesem Zeitungsartikel von 1892: Deeming gesteht einige der Ripper-Morde. Deeming hat zugegeben, die letzten beiden Whitechapel-Morde begangen zu haben. Bemerkenswert. Für mich ist interessant, dass er die Aussage tatsächlich bei der Polizei gemacht hat. Dieses sensationelle Geständnis soll Detective Corsi aufgenommen haben. Er gehörte zu dem Team, das Deeming nach der Festnahme zurück nach Melbourne gebracht hat. Napa ist auf dem Weg zum Old Melbourne Jail, dem Gefängnis, in dem Deeming hingerichtet wurde. Hier fanden die Hinrichtungen statt. Da hängt noch der Strick. Sylvia Campbell ist Museumsführerin und Expertin für Deemings Leben. Hier ist Deeming gestorben? Genau, um 10 Uhr morgens. Eine beliebte Zeit für Hinrichtungen. Eine Stunde vor der Hinrichtung, am 23. Mai 1892, wurde Deeming in diesen kleinen Warteraum neben dem Galgen gebracht. Hier stößt Napa auf eine Unregelmäßigkeit in den Aufzeichnungen des Gefängnisses. 1892. Albert Williams, alias Frederick Deeming. Alle anderen wurden unter ihrem richtigen Namen hingerichtet. Er ist der Einzige, der unter seinem Decknamen exekutiert wurde. Seine letzte Nacht verbrachte er in Zellenblock 1 und dann wurde er in diese Zelle neben dem Galgen gebracht. Er trank Alkohol und fragte nach einer Zigarre. Der Henker kam hierher und nahm Deeming mit. Er stellte ihn auf den Galgen, fesselte die Hände hinter seinem Rücken, fesselte die Beine und zog ihm eine Kapuze über. Der Strick wurde ihm um den Hals gelegt mit dem Knoten unter seinem linken Kieferknochen. Man nahm an, dass der Tod so am schnellsten eintritt. Doch was passierte mit Deemings Leiche, nachdem er hier am Galgen starb?
Nach der Hinrichtung berüchtigter Krimineller wurden oft Totenmasken angefertigt. Man rasierte den Toten den Kopf und nahm einen Wachsabdruck. Man schnitt die Form in zwei Teile, fügte sie wieder zusammen und goss Gips hinein. So erhielt man eine exakte Kopie von Deemings Kopf. Kann die Totenmaske bei der Aufklärung des Falles helfen? Nappers Untersuchung führt ihn nun nach London, wo die Mordserie begann. Ich bin zurück bei Scotland Yard. Hier war ich seit 30 Jahren nicht mehr. Ich möchte wissen, ob Deeming wirklich als Verdächtiger bei den Ripper-Morden galt. Napper besucht das Kriminalmuseum von Scotland Yard. Nur Polizisten dürfen hier rein. Unter den teils gruseligen Ausstellungsstücken entdeckt Napper etwas Unerwartetes. Noch eine Totenmaske von Deeming. Und? Deemings Totenmaske wurde den Besuchern als das Gesicht von Jack the Ripper präsentiert. Für mich ist das sehr wichtig. Es zeigt, dass ihn die Londoner Polizei wirklich der Morde verdächtigte und ich auf der richtigen Spur bin. Das sind tolle Neuigkeiten für die Untersuchung. Aber wenn Scotland Yard vermutete, dass Deeming Jack the Ripper sein könnte, warum wurde dann nie richtig gegen ihn ermittelt? Um das herauszufinden, sehe ich mir als erstes die Tatorte an. Dabei wird Napper von dem berühmten Ripper-Experten Donald Rumbelow begleitet. Das ist die Derwent Street, doch 1888 hieß sie Bucks Row. Das war der Tatort des ersten Jack the Ripper-Mordes um 3.40 Uhr morgens. Das Opfer war die Prostituierte Polly Nichols. Sie starb am 31. August 1888. Auf der Straße hielt sie nach Feiern Ausschau. Sie ging wohl davon aus, einen Kunden zu finden, denn sie trug einen neuen Hut. Ich suche nach einem Muster bei den Morden, das mich zu Deeming führen könnte. Polly Nichols Kehle wurde zweimal durchtrennt. An ihrem Unterleib fand man zahlreiche Schnittwunden. Nur eine Woche später wurde die Leiche einer weiteren Prostituierten entdeckt. Dieser Mord hat den Jack the Ripper-Fall ins Rollen gebracht. Ernie Chapman wurde in einem Hinterhof im Ostlondoner Stadtteil Spitalfields gefunden. Chapman war verstümmelt. Sie wurde aufgeschlitzt. Das war früher die Burner Street und hier fand der dritte Mord statt. Elizabeth Strides Kehle wurde durchgeschnitten, aber es gab keine weiteren Verstümmelungen. Sonst nichts? Sonst nichts. Man nimmt an, dass der Ripper gestört wurde und eine weitere Prostituierte gesucht hat, um seine Blutgier zu befriedigen. Innerhalb von einer halben Stunde fand er sein zweites Opfer. Sie wusste, dass hier alle 15 Minuten ein Polizist vorbeikommt. Doch diese Zeitspanne reichte aus, um einen weiteren Mord zu begehen. Catherine Addows wurde mit abgeschnittener Nase gefunden. Viele Frauen hatten Syphilis und ihre Nasenspitze faulte weg. Deshalb kauften sie sich falsche Nasen, um es zu kaschieren. Er hat sie damit als Prostituierte gebrandmarkt. Hat Deeming Prostituierte gehasst? War das sein Motiv? Rumbelow bringt Napper zu dem Tatort, an dem das am schlimmsten verstümmelte Opfer des Rippers gefunden wurde. Mary Jane Kelly. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Kellys Mörder eine Axt und verschiedene Messer benutzte. Also die gleichen Waffen, mit denen Deeming seine zweite Frau getötet hat. Im Polizeimuseum von Sydney in Australien konnte eine weitere Waffe Deemings identifiziert werden. Seine Initialen FD sind auf dem Knauf dieses Dolches eingraviert. Als Deeming für den Mord an Emily Mather festgenommen wurde, hatte er mehr als 20 Messer und andere Waffen bei sich. Ein klarer Beweis dafür, dass er ein ganzes Waffenarsenal besaß. Am
Aber Napas Theorie könnte noch zerplatzen wie eine Seifenblase. In zahlreichen Veröffentlichungen schloss man Deeming als Verdächtigen aus, weil er zur Zeit der Ripper-Morde wegen Betrugs im Gefängnis saß. Stimmt das? Wenn Deeming während der Whitechapel-Morde hinter Gittern saß, erklärt das, warum nie wirklich gegen ihn ermittelt wurde. Der Ripper-Forscher Mike Covell hat über Deemings Aufenthalt im Gefängnis von Hull in Nordengland Nachforschungen angestellt. Ist das gleiche Gebäude, in dem er damals einsaß? Ja, von außen ist es fast gleich. Den alten Uhrenturm kann man noch sehen. Deeming landete im Gefängnis, nachdem er als Betrüger unter dem Namen Harry Lawson überführt worden war. Man fasste ihn in Südamerika und lieferte ihn nach Großbritannien aus. Die Frage ist nur, wann? Das ist von September 1890 und am 26. wurde er unter dem Namen Harry Lawson ins Bezirksgefängnis von Hull überführt. Er war auf freiem Fuß. Deeming wurde also erst 2 Jahre nach den Ripper-Morden verhaftet, außer er saß vorher unter einem anderen Namen im Gefängnis. Wissen wir, wie viele Namen Deeming zu dieser Zeit benutzte? Etwa 20 verschiedene Decknamen. Ich hatte Gelegenheit, mir die Kriminalregister der Insassen anzusehen. Seine Decknamen sind in keinem weiteren Gefängnis aufgetaucht, nur zu seiner Zeit in Australien. Deeming wurde im Juli 1891 aus dem Gefängnis von Hull entlassen. Mike Covell hat eine Vermutung, was er als nächstes tat. Gab es weitere Verbrechen, mit denen er in Verbindung gebracht wird? Ja, die gab es. Im Juli 1891 wurde die 19-jährige Mary Jane Henley tot in Preston aufgefunden. Das liegt am Stadtrand von Hull, etwa eine Stunde Fußweg vom Gefängnis entfernt. Sie hatte Verletzungen, ähnlich wie die anderen Deeming-Opfer. Außerdem war die Leiche versteckt. So ging Deeming auch in Rainhill und Australien vor. Das ist bemerkenswert. 100 Jahre wurde Deeming als Täter ausgeschlossen, weil er in Hull im Gefängnis saß. Tatsächlich saß er dort ein, aber nicht während der Ripper-Morde. Und jetzt stellt sich heraus, er könnte noch einmal getötet haben. Doch wenn Deeming nicht im Gefängnis saß, wo war er dann? Deemings Aufenthaltsorte ausfindig zu machen, ist keine leichte Aufgabe. Napa sucht deshalb Unterstützung bei Colin Johnson, einem der besten Tatortanalytiker Großbritanniens. Die Tatmuster der Verbrecher sind von großem Interesse. Um diese Muster darzustellen, analysiert der Profiler die Tatorte einer Verbrechensreihe und kann so den Wohnort des Täters eingrenzen. Ich denke, dass er viel gereist ist, gerade im Vergleich zur damaligen Bevölkerung. Deemings Strafregister zeigt, dass er in England, Australien und Südamerika war. Uns interessiert, wie er in der betreffenden Zeit gereist ist. Wie kam er nach London? Welche Verbindung hatte er gerade nach Whitechapel? Aus der Forschung wissen wir, dass sich die Täter in dem Umfeld wohlfühlen, in dem sie ihre Verbrechen begehen. Whitechapel ist in der Nähe der Londoner Hafenanlagen und Napa hat herausgefunden, dass Deeming zur See gefahren ist. Darum kannte er die Gegend wahrscheinlich. Doch war er auch zur Zeit der Morde dort? Auf einer seiner Reisen in den 1880er Jahren hat er sein Schiff vorzeitig in Sydney verlassen. Innerhalb des nächsten Jahres wurde er wegen Diebstahls verhaftet. 1887 war er bankrott und man verhaftete ihn erneut. Diesmal wegen Meineids. 1888 hat Deeming Australien wahrscheinlich in Richtung Südafrika verlassen, wo er sein Leben als Kleinkrimineller weiterführte. Doch wenn Deeming 1888 in Kapstadt war, muss ich beweisen, dass er zurück in England war, als die Ripper-Mordserie im August begann.
Dieses Protokoll hält fest, dass Deeming 1888 in Birkenhead bei Liverpool angekommen ist. Wenn das stimmt, wäre er zur Zeit der Ripper-Morde in England gewesen. Doch selbst wenn er in England war, kann er die Taten begangen haben. Das Problem ist, bisher hat Deeming nur Familienmitglieder getötet. Napper wendet sich an eine Kriminalprofilerin, um Deeming auf die Spur zu kommen. Chris Illingsworth, vom FBI ausgebildet, hat 20 Jahre Erfahrung im Kampf gegen Gewaltverbrechen in Australien. Bei Verbrechen unter Fremden besteht keine Verbindung zwischen Täter und Opfer. Darum muss der Täter die Opfer nicht verstecken, denn es gibt keinen Zusammenhang zwischen ihnen. Obwohl Deeming seine Opfer, im Gegensatz zum Ripper, begraben hat, könnten die Taten trotzdem vom selben Mann begangen worden sein. Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den Morden? Das Markenzeichen ist das ritualisierte und fantasiegesteuerte Verhalten. Es bestimmt die Vorgehensweise. Und durch dieses eindeutige Muster können wir die Verbrechen in Verbindung bringen. Den Drang, die Opfer durch einen Kehlenschnitt schnell zu überwältigen, finden wir bei allen Taten Jack the Rippers und Deemings. Und es gibt noch eine entscheidende Gemeinsamkeit. Der Ripper soll einige Opfer gewürgt haben, bevor er ihnen die Kehle durchschnitt. Deemings älteste Tochter Bertha wurde stranguliert. Er ist also imstande, seine Opfer zu erwürgen. Nappers Team sucht im Staatsarchiv von Melbourne weiter nach stichhaltigen Beweisen. Der Anwalt Christopher Ray konnte Kopien der Gerichtsprotokolle von Deemings Prozess aus dem Jahr 1892 ausfindig machen. Er macht eine schaurige Entdeckung. Deeming sagte damals aus, dass er sich bei einer Prostituierten mit einer sexuell übertragbaren Krankheit angesteckt habe. Syphilis. Laut Deeming hat die Frau, bei der er sich angesteckt hat, ihn für 2 Jahre zu einem wertlosen Mann gemacht. Deshalb hatte er geplant, sie zu töten. Für ihn sei das kein Mord, denn sie habe es verdient. War dies das von Napper gesuchte Motiv? Das ist sein Motiv, Prostituierte zu ermorden. Er hasst sie. Wenn Syphilis nicht rechtzeitig behandelt wird, kann sie zu einer Entzündung des Gehirns führen, sowie eine Psychose, Paranoia und Gewaltausbrüche hervorrufen. Deeming soll sogar Wahnvorstellungen von seiner toten Mutter gehabt haben. Doch ist das ein Beleg für eine Psychose? Oder wurden seine Gewaltexzesse durch etwas anderes ausgelöst? Chris Illingsworth ist auf eine interessante Spur gestoßen. Deeming hat 1888 einige belastende Erfahrungen gemacht. Die Geburt seines Kindes gehörte sicher dazu und die Syphilis war ein weiterer Stressfaktor. Die Geburt eines Kindes sollte eigentlich ein Grund zur Freude sein. Doch in diesem Jahr hat er sich auch mit Syphilis angesteckt. In Kombination mit einem kriminellen Leben und einer familiären Disposition für Geisteskrankheiten war Deeming so etwas wie eine tickende Zeitbombe. Jetzt müssen die Ermittler noch beweisen, dass er sich zur Zeit der Morde in London aufgehalten hat. In den Gerichtsprotokollen steht, Deeming habe gegenüber seinem Anwalt zugegeben, regelmäßig in London gewesen zu sein. Es kommen immer mehr Indizien zusammen. Ein Artikel aus der New York Times von 1892 zitiert Deemings Schwägerin. Sie behauptet, während er in Birkenhead gewohnt hat, habe er mehrere Reisen nach London unternommen. Durch eine neue Zugverbindung war die Stadt für ihn leichter erreichbar geworden. Das reicht aber nicht, um zu behaupten, dass Deeming Jack the Ripper war. In einem solchen Fall muss ich nach Augenzeugenberichten suchen. Gelingt es Napper, eine Zeugenaussage zu finden, die Deeming mit den Gewalttaten des Rippers in Verbindung bringt? Eine genaue Beschreibung des Verdächtigen war schon immer einer der wichtigsten Aspekte meiner Detektivarbeit. Ich suche nach unverwechselbaren äußerlichen Merkmalen. Die Fortschritte der modernen Kriminaltechnik erweitern das Spektrum der traditionellen Methoden.
Dr. Susan Hayes ist Gesichtsanthropologin. Bei der Analyse geht es darum, wie sich menschliche Gesichter unterscheiden. Dann übertragen wir die Markierungen in den Computer. Susan Hayes erweckt die Gesichter der Toten wieder zum Leben. Das ist der Querschnitt von 70 männlichen Gesichtern. Hier sieht man, wie sich Deeming zum Rest der Gruppe verhält. Das sind die anderen, das ist Deeming, die anderen Deeming. Dr. Hayes erklärt, dass Deeming einige ungewöhnliche Merkmale besaß. Dieser Teil des Gesichts steht weit vor, darum liegen seine Augen tief. Ihre Analyse zeigt, dass Deeming nicht nur ungewöhnliche Augen hatte, sondern auch ein eckiges Gesicht und einen dazu passenden untersetzten Körperbau. Laut einem Zeitungsartikel wurde Deeming nach seiner Verhaftung 1892 von einer Londoner Schneiderin auf einem Foto erkannt. Sie gibt an, ihn in Whitechapel gesehen zu haben. Und das nur wenige Stunden, bevor der Ripper zweimal zugeschlagen hat. Diese Zeugin kannte ihn unter dem Namen Lawson, einer von Deemings bekannten Decknamen. Die Schneiderin hat der Polizei erzählt, dass Lawson am nächsten Tag sehr aufgewühlt war, als er in der Zeitung etwas über die Morde gelesen habe. Diese Schilderung könnte eine entscheidende Spur sein. Deeming wurde also in der Nacht des Doppelmordes in Whitechapel gesehen. Tatsächlich gibt es relativ viele Augenzeugenberichte. Napa möchte herausfinden, ob Deeming darin auftaucht. Der Ripper soll zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß gewesen sein. Deeming war 1,68 Meter groß. Außerdem hatte er eine untersetzte Figur und ungewöhnliche Augen. Er trug einen hellen Schnurrbart, einen Zylinder, eine Taschenuhr und einen langen Mantel. Es ist unheimlich, dass diese Merkmale alle auf Fotografien von Deeming zu sehen sind. Die Zeugenaussagen belasten Deeming immer stärker. Trotzdem muss Napa noch eindeutige Beweise finden. Die Spurensuche geht weiter. Sue! Hello, Robin. Lovely to meet you. Andy und Sue Parler behaupten, einen wichtigen Gegenstand zu besitzen, der mit den Morden in Verbindung steht. Sie haben also den Schal von einem der Ripper-Opfer? Wir haben nicht den ganzen Schal, sondern zwei Stücke, die aus dem Schal geschnitten wurden. Sehen Sie auf die Rückseite. Das gibt Ihnen eine Vorstellung. Hier steht, zwei Seidenstücke geschnitten aus Catherine Eddowes Schal, als ihre Leiche von Wachtmeister Amos Simpson aufgefunden wurde. Amos hat den Schal vom Tatort mitgenommen. Er war der erste Polizist vor Ort. Dann hat er ihn an seine Nichte Eliza weitergegeben. Und seitdem blieb der Schal in Familienbesitz. Die Geschichte dieses Familienerbstücks spricht für die Echtheit des Schals. Doch ist er ein Beweisstück, an dem sich vielleicht Spuren der DNA des Rippers befinden? Dann könnte man sie mit Deemings Schädel abgleichen. Die Frage ist, wo ist der Rest des Schals, wenn das nur Teile davon sind? Wir wissen, wo der Rest ist, bei einem gewissen Russell Edwards. Ich fahre in Richtung Norden, nach Birkenhead bei Liverpool. Hier hat Deeming 1888 gelebt und ich hoffe, hier auch den Schal zu finden. Russell Edwards scheint ein persönliches Interesse an dem Fall zu haben. Das ist meine Heimatstadt. Darum möchte ich mehr über Deeming wissen, der in dieser Straße gewohnt hat. Russell hat den Schal der Prostituierten bei einer Auktion für eine unbekannte Summe ersteigert. Der Gegenstand ist so wertvoll, dass er ihn an einem geheimen Platz versteckt hält. Er sieht aus, wie er in den Berichten aus der Zeit beschrieben wurde und wie die Stücke, die Sue und Andy Parler besitzen.
Können wir ihn auf DNA-Spuren untersuchen? Ich habe Angst, dass der Schall beschädigt wird. Aber Sie kommen ja mit und können mit den Wissenschaftlern sprechen. Es gibt keine Hinweise, dass er jemals untersucht wurde. Okay, hier ist er. Danke, dann sehen wir mal. Vielleicht kann dieses wertvolle Beweisstück den ungelösten Fall aufklären. Es gibt Bereiche, auf die wir uns konzentrieren sollten. Hier, da, hier und dort. Der Wissenschaftler nimmt Proben von Flecken. Er hofft so, auf die DNA des Mörders zu stoßen. Können die Experten die Echtheit des Schals bestätigen und forensische Beweise finden, die Deeming überführen? Wäre das der endgültige Beweis dafür, dass er das Ungeheuer hinter den Whitechapel-Morden ist? Einige Wochen später liegen die Resultate des Tests vor. Die Wissenschaftler konnten einige bemerkenswerte neue Spuren aufdecken. Mit einem Infrarottest haben sie herausgefunden, dass die Flecken aus unterschiedlichen Quellen stammen könnten. Vielleicht ist der Schal durch verschiedene Körperflüssigkeiten aus den Gedärmen, dem Blut und den Fäkalien des Opfers verschmutzt. Der Schal wird zum ersten Mal auf Spuren in Verbindung mit den Ripper-Morden untersucht. Allerdings ist es nicht gelungen, Deemings DNA nachzuweisen. Die Proben waren zu sehr verunreinigt, um ein beweiskräftiges Ergebnis zu erhalten. Damit kommt die Ermittlung erst einmal zum Stillstand. Doch der Schal ist nicht das einzige Beweisstück, auf dem sich DNA-Spuren des Mörders befinden könnten. Während der Mordserie wurden etwa 600 Briefe an Presse und Polizei geschickt. Alle Absender behaupteten, der berüchtigte Killer zu sein, machten sich über die erfolglose Verbrechersuche lustig und schürten die Angst in der Bevölkerung. Viele Briefe galten als Fälschungen. Doch wenn ich im Londoner Nationalarchiv einen echten finde, könnte der Fall endlich gelöst werden. Drei Briefe halte ich für aussagekräftig. Der erste wurde am 16. Oktober 1888 verschickt und wurde als Lusk-Brief bekannt. George Lusk war der Vorsitzende der Nachbarschaftswache von Whitechapel. Er erhielt einen Brief und ein Paket mit einem grausigen Inhalt. Die Hälfte einer menschlichen Niere. Angeblich gehörte sie einem der Ripper-Opfer, Catherine Addows. Doch Napper hat damit ein Problem. Der letzte Brief ging verloren, bevor er an uns geschickt wurde. Der zweite Brief wurde als Dear Boss-Brief bekannt. Er wurde an die zentrale Nachrichtenagentur geschickt. Das sieht sehr vielversprechend aus. Das ist er. Sehen Sie mal. Lieber Boss, mir kommt ständig zu Ohren, die Polizei hätte mich geschnappt, aber sie wird mich jetzt noch nicht erwischen. Beim nächsten Mal schneide ich die Ohren der Dame ab und schicke sie den Polizisten, nur zum Spaß. Würden Sie das nicht auch tun? Ihr Jack the Ripper. In dem Brief steht, welche Verletzungen der Ripper seinem Opfer zufügen möchte. Drei Tage später wird daraus grausame Realität. Catherine Addows wurde ein Ohrläppchen abgeschnitten. Ich finde das verstörend, doch es scheint die Echtheit zu bestätigen. Das könnte wirklich ein Brief sein, den Jack the Ripper verschickt hat. Dieses Beweisstück ist ebenso entsetzlich wie aufschlussreich. Währenddessen hat Christopher Ray in Australien das Testament von Deeming ausfindig gemacht. Angeblich soll es der Mörder selbst verfasst haben. Auch bekannt als Albert Oliver Williams und als Baron Swanson. Er sichert sich also in alle Richtungen ab.
Es ist ein ziemlich langes Dokument. Das ist überraschend, weil er nicht viel zu vererben hatte. Deemings Testament wird von dem Handschriftenspezialisten Paul Westwood analysiert. Wir prüfen die Echtheit von Dokumenten. Der Vergleich des Testaments mit den Ripper-Briefen ist ein entscheidender Punkt der Ermittlung. Bei diesem Fall habe ich als erstes den Ripper-Brief untersucht. Um mich mit der Schrift vertraut zu machen, habe ich mich zunächst auf die Großbuchstaben konzentriert. Ich habe die Buchstaben A, B, C, D, E, F, G, H und I aus dem Ripper-Brief mit denen aus dem Deeming-Testament verglichen. Andrea Devlin ist Expertin für die forensische Prüfung von Dokumenten. Mit diesem Programm können wir den Text in den Ripper-Briefen und im Deeming-Testament durchsuchen. Das Wort und taucht 6-mal im Ripper-Brief und 41-mal bei Deeming auf. Man sieht die Ähnlichkeit zwischen dem Jack the Ripper und dem Deeming und hier. Die Ähnlichkeiten zwischen den Schriftstücken sind verblüffend. Doch kann das Team beweisen, dass sie vom selben Mann geschrieben wurden? Das Wort the sieht auf den ersten Blick ähnlich aus, weil es diesen langen Querstrich gibt. Aber im Detail fallen die Unterschiede auf. Zwei Handschriften in der gleichen Sprache weisen immer Ähnlichkeiten auf. Aber für uns als Experten reichen solche Ähnlichkeiten nicht, um zu entscheiden, dass die Schrift von derselben Person stammt. Man muss auch die Unterschiede beachten. Das Ergebnis ist enttäuschend. Die Handschriften ähneln sich nicht genug. Alle Hoffnung konzentriert sich jetzt auf den dritten Brief. Professor Ian Findlay hat einen neuen DNA-Test entwickelt, bei dem man nur winzige Proben benötigt. Bei den herkömmlichen Verfahren benötigt man mehr als 200 Zellen. Doch bei unserem Test sind es nur wenige, einzelne Zellen. Dieser Ripper-Brief zählt zu den wenigen, die als echt gelten. Deshalb wird er für das Experiment verwendet. Es könnte die letzte Chance sein, Spuren von DNA zu finden und sie mit der von Deemings Schädel zu vergleichen. Was Professor Findlay entdeckt, wird diesen Fall ganz neu aufrollen. DNA-Reste finden sich am ehesten an der einzigen Stelle des Umschlags, die kaum Gebrauchsspuren aufweist, unter der Briefmarke. Die Briefmarke wird angefeuchtet. So löst sich die Briefmarke vom Umschlag. Diese Arbeit erfordert Fingerspitzengefühl. Man betupft die Rückseite. So überträgt man die Zellen. Es sind viele Tests nötig, bis Findlay zu einem Ergebnis kommt. Es fand sich DNA in der Mischung aus Kleber und Speichel an der Briefmarke. Die Mühe hat sich gelohnt. Auf dem Brief fanden sich DNA-Spuren. Das Resultat ist überwältigend. Wir konnten ein partielles Profil erstellen. Ich war sehr überrascht, dass die DNA-Probe von einer Frau stammt. Was für eine außergewöhnliche Wendung. Sollte Jack in Wahrheit Jill the Ripper gewesen sein? Schon zur Zeit der Mordserie zog man die Theorie von Jill the Ripper in Betracht. Der ermittelnde Detective Frederick Eberlein brachte diese These sogar selbst ins Gespräch. Doch es gab nur eine weibliche Verdächtige. Die Hebamme Mary Piercy erstach im Affekt Frau und Kind ihres Geliebten aus Eifersucht. Ich glaube nicht an die Jill the Ripper-Theorie, denn Piercys Tat war ein Verbrechen aus Leidenschaft. Napa hat eine andere Vermutung. Er ist auf dem Weg nach Bath, wo weltweit der erste Brief mit einer Marke verschickt wurde. Whitechapel hatte bestimmt einen eigenen Sortierkasten. Das Postsystem der viktorianischen Zeit ist ein Spezialgebiet der Historikerin Audrey Swindles.
Vielleicht stammt die DNA ja von einer weiblichen Postbeamtin. Zu Beginn der viktorianischen Zeit hätte man bei Wind und Wetter draußen auf der Straße gestanden und mit den Postbeamten durch den unteren Teil des Fensters geredet. Wahrscheinlich hat der Beamte auch die Marken auf die Briefe geklebt. Doch zur Zeit der Whitechapel-Morde im Jahr 1888 hatte sich das geändert. Jeder konnte Briefmarken kaufen und sie selbst aufkleben. Gab es 1888 Frauen, die bei der Post arbeiteten? Viele Frauen waren Telegrafistinnen, aber einige arbeiteten auch am Schalter. Und in einem Dorf kannte man die Kunden und klebte die Marke für sie auf. Und wenn der Brief aus der Stadt verschickt wurde? Auf einem großen Postamt in London hätten sie die Marke bestimmt nicht angeleckt. Wer kam außer einer Postbeamtin noch in Frage? Es könnte Maries DNA sein. Man weiß, dass Serienkiller ihre Frauen oder Freundinnen die Dreckarbeit machen ließen. Das war also eine wichtige Information. Könnte Deemings erste Frau Marie ihm bei den Ripper-Morden geholfen haben, ohne es zu wissen? Um das zu beweisen, bräuchte ich allerdings ihre DNA. Napper trägt sämtliche Ergebnisse der Ermittlungen zusammen. Ihm bleibt noch eine letzte Möglichkeit. 1988 hat das FBI den Jack the Ripper-Fall untersucht und eine detaillierte Fallanalyse erstellt. Dieses Geheimpapier wurde erst vor kurzem veröffentlicht. Passt Frederick Bailey Deeming in das Profil des Killers? Jack the Ripper war weiß und zwischen 28 und 36 Jahren alt. Deeming war zur Zeit der Morde 35 Jahre alt. Er hatte eine sehr dominante Mutter. Und sein Vater war in der Psychiatrie. Laut FBI-Profil trug Jack the Ripper ein Messer bei sich, falls jemand ihn angreifen sollte. Und er hatte eine Geschlechtskrankheit, mit der er sich bei Prostituierten angesteckt hat. Deeming hat ausgesagt, er fühlte sich im Recht, die Frau umzubringen, von der er Syphilis hatte. Jack the Ripper wurde während der Ermittlungen verhört. Der Detective, der Deeming festgenommen hat, sagt, er sei wegen der Ripper-Morde verhört worden. Und noch ein Punkt. Anerkannte Experten gehen davon aus, dass der Ripper ein Seemann war. Die Übereinstimmungen sprechen für sich. Deeming passt ins FBI-Profil. Aufgrund meiner gesammelten Beweise müsste Deeming Jack the Ripper sein. Am Ende der Ermittlungen erweist Napper den Opfern von Rainhill die letzte Ehre. Ich suche die Gräber von Marie und den vier Kindern. Laut den Unterlagen der Kirche müssen sie hier irgendwo sein. Die drei Gräber liegen zwischen zwei Grabsteinen, also muss es hier drinnen sein. Das ist einer der Grabsteine, da ist der andere Grabstein und das sind die drei Gräber. Hier müssten Marie und die Kinder begraben sein. Ich kann bei diesem Fall nicht verstehen, dass Deeming die ganze Zeit unentdeckt blieb. Der Mann war unglaublich gewalttätig. Aber warum man ihn nicht verdächtigt hat, ist mir ehrlich gesagt unerklärlich. Wenn Maries DNA gefunden werden könnte und mit der auf der Briefmarke übereinstimmt, könnte der Fall endlich gelöst werden. Es wäre der forensische Beweis, dass Napper recht hat und Deeming tatsächlich Jack the Ripper war.